Viele Leute werden Christian Falk bestimmt um seinen Job beneiden, denn das, was er tagtäglich macht, tja, dafür zahlen andere Menschen eine Menge Geld und müssen meistens dafür auch noch lange anstehen, um den Kick zu bekommen. Christian Falk arbeitet beim TÜV und sein Einsatzgebiet sind Fahrgeschäfte, also Achterbahnen, Karussells, alles, was sich dreht und Spaß macht und mich krank macht. Jetzt ist er gerade in München, denn da startet ja am Wochenende die Wiesn. Für die meisten bedeutet der Fünfer-Looping Nervenkitzel. Für Christian Falk ist es Arbeit. Er ist Prüfer beim TÜV Süd. Auf dem Oktoberfestgelände sind er und seine Kollegen gerade im Dauereinsatz. Ob Achterbahn, Karussell oder Würstelbude, alles muss kontrolliert werden. Im Fall vom Fünfer-Looping heißt das rauf auf 38,5 Meter. Ich persönlich bin tatsächlich über das Klettern unter anderem zu dem Job gekommen. Das ist also durchaus kein Nachteil, wenn man Sportklettern betreibt. Schwindelfreiheit gehört dazu, wenn er für die Sicherheit von Millionen Oktoberfestbesuchern im Einsatz ist. Unfälle gab es schon lange nicht mehr, auch wegen der regelmäßigen Prüfungen. Ob Newcomer oder alteingesessen auf der Wiesn, durch den TÜV muss jeder, auch der Olympia-Fünfer-Looping, mittlerweile 26 Jahre alt. Und jedes Mal gab's Besuch vom TÜV. Wie heißt euer? Der Kasper. Der Kasper. Genau. Der hat hier angefangen, ich weiß nicht, wann, die Jahre weiß ich nicht. Da hatte der Angst, ja, in die Schienen reinzugehen. Ehrlich, das muss ich mir merken. Angst vor den Schienen kommt für Christian Falk nicht in Frage. Der Maschinenbauingenieur schaut dahin, wo sonst kein Achterbahnbesucher hinkommt. Wir prüfen hier am Zug vor allem die Fahrwerke, die Kupplungen, alles auf Schweißnadrisse, dass Schrauben abgezogen sind, dass Sicherheitspins drin sind. Die Anlage wird ja jedes Mal zum Transport auseinandergebaut und dann wieder zusammengebaut. Deshalb, richtiger Zusammenbau ist wichtig, das schauen wir an. All das gehört für die Schausteller wie Rudolf Barth zum ganz normalen Aufwärmen vorm Oktoberfest. Auch wenn bisher alles gut ging, hundertprozentige Sicherheit gibt's nie. Der Teufel steckt manchmal im kleinsten Detail. Wir haben zwar alles abgesichert, wir sind auch jetzt die letzten Jahre gefahren hier auf dem Oktoberfest. Wir hatten jetzt drei oder vier, die letzten Jahre niemals irgendwo so einen Mechanikteufel im Getriebe und hoffen, dass das so weitergeht. Bisher hat Christian Falk zumindest nichts gefunden, was er beanstanden könnte. Als nächstes kommen die Sicherheitsbügel dran, eine der wichtigsten Prüfungen. Größtes Problem ist häufig Verschleiß, dass also Bauteile sich einfach abnutzen. Sie haben jetzt gerade hier gehört, diese Verriegelungsrasten, dadurch, dass es natürlich bei jedem Fahrgast auf und zu gemacht wird, gibt es da Verschleiß. In diesem Fall aber nicht. Die Loopingbahn ist bereit fürs Oktoberfest. Ein letzter Test fehlt noch, wenn auch ein schöner. Ich fahre natürlich auch auf der Wiesn-Achterbahn. Das verlangen schon meine zwei Söhne von mir, die das also pro Jahr mindestens zweimal haben möchten, dass wir auf die Wiesn gehen und mit denen ich auch in Freizeitparks ab und zu fahre. Also habe schon auch privat Spaß dran. Den Job kann der TÜV-Prüfer trotzdem nie ausblenden. Auch wenn die Bahn abgenommen ist, mit einem Ohr hört er trotzdem mit, ob etwas komisch klingt. Kettenkarussell fährt er nicht so gern, Achterbahn dafür umso lieber. Fünfmal Looping, für ihn kein Problem. Das Oktoberfest 2015, für Christian Falk ist es schon losgegangen. Wie man sieht.